Schön, dass ihr alle gekommen seid, trotz der knallenden Sonne draußen oder vielleicht gerade wegen der knallenden Sonne. Mein Name ist Michael Stapelberg und dieser Vortrag geht über Go Crazy. Zunächst zur Agenda. Wir werden erstmal motivieren, warum das Projekt überhaupt ins Leben gerufen wurde. Dann werde ich eine Übersicht erklären und mit einer Demo veranschaulichen, damit ihr einfach mal sehen könnt, wie sich das Ganze anfühlt und aussieht. Das macht es, glaube ich, ein bisschen konkreter. Danach werde ich erklären, auf welcher Hardware das ganze Projekt läuft, wie Cross-Compilation grob funktioniert in Go. Ich werde auf Partitionen, Dateisysteme und deren Updates eingehen. Dann geht es um Firmware, Kernel und deren Updates wieder. Dann werde ich einige Anwendungsfälle vorstellen, damit ihr anschauliche Beispiele habt, was man mit der Plattform tatsächlich machen kann. Und dann haben wir Zeit für Fragen und Antworten. Sofern irgendjemand eine Frage hat, die unfassbar dringend ist, könnt ihr die auch direkt stellen, einfach die Hand heben. Aber ansonsten haben wir Zeit am Ende. Zur Motivation zunächst. 2012 war ich im Hackerspace Raumzeitlabor aktiv und habe dort unter anderem am Hausbus-Projekt mitgearbeitet. Das war ein Projekt, um die verschiedenen Bestandteile in diesem Hackerspace zu vernetzen über eine RS-485-Verkabelung und wir haben dafür Mikrocontroller verwendet an verschiedenen Punkten in dem System. Jetzt muss ich sagen, dass Mikrocontroller zu programmieren nicht das Spaßigste der Welt ist, vielleicht für manche schon, aber trotz der Tatsache, dass ich C zu dem Zeitpunkt ganz gut konnte, war das eine schwierige Sache. Also haben sich immer wieder Fehler eingeschlichen, es ging langsam voran, es ging vor allem langsamer voran als gehofft und erwartet. Und irgendwann ist dann allerdings der Raspberry Pi auf den Markt gekommen. Und ich dachte, oh, das sieht ja super aus, ein Single-Board-Computer, mit dem man aber auch direkt Hardware ansprechen kann. Also er vereint quasi den direkten Hardware-Zugriff und das Programmieren in Hochsprachen und dann habe ich für mich persönlich den Beschluss gefasst, dass ich Automatisierung grundsätzlich nur noch in Hochsprachen umsetzen möchte und zwar auf Basis von einem Raspberry Pi. Ich habe dann ein reproduzierbares Read-Only-Image angefertigt für den Raspberry Pi, einfach damit alle anderen Mitglieder in diesem Hackerspace das nachvollziehen können und zu demselben Ergebnis kommen können wie ich und da an dem Setup auch arbeiten können. Und das habe ich gemacht, indem ich ein eigenes Build-Script geschrieben habe. Also einfach so ein bisschen Shell, das macht dann so einen Debootstrap, um ein Debian-System vorzubereiten und das wird dann in ein SD-Card-Image verpackt. Das hat auch soweit ganz gut funktioniert. Der Gedankengang hinter einem Read-Only-Image ist, dass wir festgestellt haben, dass bei Embedded Devices das erste Bauteil, was anfängt kaputt zu gehen, üblicherweise das Speichermedium ist. Wenn man zum Beispiel eine CF-Karte hat oder eine SD-Karte oder sowas, dann gibt die üblicherweise deutlich früher den Geist auf als alle anderen Bestandteile. Zumindest, wenn man einfach ein reguläres Linux-System installiert und halt einfach viele Schreibzugriffe auch hat. Das hatten wir in einem anderen Gerät im Raumzeitlabor gesehen und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt grundsätzlich als Read-Only-Image. Und wie gesagt, das hat gut funktioniert. Ich habe im Jahr 2013 so ein Image angefertigt und habe das dann tatsächlich auch zu Hause benutzt bis 2017. Der Grund, warum das so lange im Einsatz war, war, dass Updates große Blöcke Zeit erfordern. Man muss also dieses Build-Skript aktualisieren und dabei stellt man dann üblicherweise fest, dass sich einige Dinge geändert haben. Als kleines Beispiel, als ich das zum ersten Mal geschrieben habe, gab es noch M-Debian, das war so eine Embedded-Debian-Geschichte. Das ist mittlerweile in das richtige Debian übergegangen. Und so sind eben an allen Ecken und Enden Kleinigkeiten, die man irgendwie anpassen muss. Also man muss quasi von Neuem anfangen und ein komplett neues Image bauen. Dann muss man das nicht nur bauen, sondern man muss es auch testen und die Fehler sieht man gegebenenfalls erst viel später. Das braucht also echt viel Zeit. Und diese Art an Zeit oder die passende Motivation und Zeitkombination hatte ich eben nicht mehr in all den Jahren. Und das Resultat ist, dass sich die ganzen Sicherheitslücken in den verschiedenen Bestandteilen dieses typischen Read-Only-Images über 4 Jahre hinweg angesammelt haben. Wenn ihr mal in einem regulären System, also zum Beispiel euer Desktop-Computer oder irgendeinen Server, den ihr habt, Tools installiert, wie zum Beispiel DebSecAn, so einen Security Analyzer, der schickt euch dann täglich E-Mail-Summaries, was für neue Sicherheitslücken in den Paketen aufgetaucht wurden und welche geschlossen wurden, dadurch, dass ihr Updates gemacht habt, dann wird man ganz schnell recht deprimiert, weil einfach überall so viele Sicherheitslücken drin sind. Das ist unfassbar. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen irgendwie was anders machen. Und ich habe folgende Leitfragen aufgestellt. Zum Ersten, kann man die Angriffsfläche stark reduzieren? Also kann man quasi alle Sachen wegwerfen, die man nicht unmittelbar braucht, um das zu machen, was man eigentlich mit diesem Pi machen will? Also wenn ich zum Beispiel Musiksteuerung auf meinem Pi implementieren will, dann will ich da nicht auch noch ein typisches Debian-Based-System mit Shell und allem maintainen müssen dafür. Das ist nicht der richtige Trade-off, finde ich. Zweite Frage, kann man die Updates komplett automatisieren? Wie gerade eben gesagt, ich hatte 4 Jahre lang keine Updates gemacht. Offenbar bin ich nicht der Typ, der regelmäßig Updates macht. Ich muss das komplett automatisieren, sonst passieren sie einfach nicht.
Und drittens, wenn wir schon dabei sind, kann man die Einrichtung eines Raspberry Pis nicht eigentlich drastisch vereinfachen. Wenn ihr euch typische Open-Source-Projekte anschaut, die veröffentlicht werden für Raspberry Pis, dann haben die so Anleitungen von wegen, ja, nehmt da so einen Raspbian-Image und dann führt folgende 50 einfache Schritte aus, bis ihr dann die Software am Laufen habt. Kann man da nicht was machen, was viel einfacher funktioniert, sowohl für die Entwickler als auch für die Endanwender. Als Übersicht über das Projekt GoCrazy, wenn ich es in einem Satz beschreiben müsste, würde ich sagen, es ist ein Projekt, um in Go geschriebene Programme auf Raspberry Pis zu betreiben. Das heißt, die Idee ist, ihr habt ein beliebiges in Go geschriebenes Programm und dann packt ihr das auf GoCrazy und auf den Raspberry Pi und der Rest wird einfach für euch gemacht. Also sowohl der eigentliche Linux-Kernel als auch das komplette Userland. Das impliziert natürlich auch, dass wir alle Bestandteile brauchen, die man eben in so einem normalen Linux-System so hat. Also ein Init-System und ein Userland. Bei uns ist aber der Clou, dass wir nicht nur die Programme in Go schreiben wollen, sondern auch das komplette System in Go schreiben. Einfach damit wir eine angenehme, speichersichere Sprache haben, die von sich aus schon mal die Klasse an Fehlern reduziert, die man da haben kann. Und das Resultat davon ist eben, dass wir ein simples Init-System in Go implementiert haben. Dieses Init-System ist ein bisschen unüblich, es ist stark integriert, es bringt direkt ein Web-Interface mit, einen Logging-Mechanismus, so wie das Journal quasi oder Syslog und einen Update-Mechanismus. An Userland-Komponenten haben wir derzeit einfach nur einen NTP und einen DHCP-Client. Man braucht aber eigentlich auch gar nicht viel mehr, zumindest für die Anwendungsfälle, die wir bislang abgedeckt haben, denn der Linux-Kernel macht den Rest. Also zum Beispiel die Adresskonfiguration in einem IPv6-Netz passiert vollkommen automatisch. So, jetzt schieben wir mal schnell eine Demo ein. Was ich hier vorbereitet habe, ist, ich habe auf meinem Computer einen DHCP-Server installiert, damit quasi mein Heimnetz simuliert wird. Dann werde ich ein Tool verwenden, das nennt sich GoCrazy Packer. Das packt einfach eine Anwendung und legt sie dann auf die SD-Karte. Und was wir dann machen werden, ist den Bootvorgang über eine serielle Konsole verifizieren. Das heißt, was ich hier habe, ist einfach so ein handelsüblicher Raspberry Pi 3, an dem ist hier über diese Kabel ein USB to Serial angeschlossen, damit wir die Bootmeldungen mitverfolgen können. Und die SD-Karte, die ich gleich in diesen Pi stecken werde, habe ich hier in so einen Card-Reader gepackt, der an meinem Computer angeschlossen ist. So, jetzt wechseln wir mal hier und schauen uns kurz die SD-Karte an. Wie ihr sehen könnt, ist da noch nicht mal eine Partitionstabelle drauf, die ist also blank. Wenn ich die einstecken würde, dann würde er davon nicht booten, also würde einfach nichts passieren. So, was wir jetzt machen ist, wir starten den Packer und was wir angeben an Argumenten ist, wir sagen DevSDB, also diese SD-Karte, die ich gerade gezeigt habe, wird überschrieben werden mit dem folgenden Go-Programm, nämlich github.com/gocrazy/hello. Das ist ein sehr einfaches Programm, das gibt einfach Hello World aus und beendet sich dann wieder. Ich starte das jetzt. Er sagt dann installing gocrazy/hello. Im Hintergrund hat er das Ganze jetzt cross-compiled. Dann, ich scroll nochmal kurz hoch, damit wir das verfolgen können. Dann hat er die SD-Karte partitioniert, hat ein Boot-Dateisystem geschrieben und ein Root-Dateisystem, hat uns mitgeteilt, dass sofern wir persistente Daten speichern möchten und nicht nur eben ein Read-Only-System haben wollen, müssen wir jetzt auch noch ein persistentes Dateisystem erzeugen. Und dann sagt er, wenn wir jetzt das System starten wollen, müssen wir diese SD-Karte in Raspberry Pi 3 packen und anschließend spuckt er uns noch so eine URL aus, mit der wir hinterher mit dem System interagieren können. So, ich nehme jetzt also diese SD-Karte und stecke sie in den Raspberry Pi. So, und dann wechsle ich hier mal kurz auf das andere Fenster. Da habe ich die Ausgabe der seriellen Konsole. Ich gebe dem Raspberry Pi Strom. Der lädt jetzt den Kernel von der SD-Karte und jetzt sehen wir hier die Bootmeldungen. Das ist einfach ganz normaler Linux-Kernel, wie er eben so startet. Aber wir sehen hier eine Meldung, die unüblich ist. Ich scroll nochmal kurz hoch, dass man das auch noch sehen kann. Das ist diese hier. Da sieht man GoCrazy Build Timestamp. Und wenn ihr die Zeit vergleicht, dann werdet ihr sehen, ah, das ist der Zeitstempel von gerade eben. Also das ist wirklich die Version, die wir gerade eben zusammengebaut haben. Und wenn wir jetzt hier schauen auf den DHCP-Server, dann sehen wir, ah, der hat sich mittlerweile einen DHCP-Lease geholt. Wir können jetzt diese URL hier nehmen und machen einfach mal das auf. Jetzt sind wir hier im Webinterface angelangt von GoCrazy. Wir sehen, drei Dienste sind am Laufen. Der DHCP-Client, der NTP-Client und das Hello World-Programm, was wir installiert haben. Bei dem DHCP-Client sieht man, der hat sich einen Lease geholt, wie wir eben auch auf der Serverseite gesehen haben.
Der NTP-Client startet neu, der hat irgendeine Art von Problem. Das liegt einfach daran, dass in dem aktuellen Setup ich kein Routing aufgesetzt habe. Das heißt, er kann nicht ins Internet und kann keinen NTP-Server kontaktieren und kann sich daher keine Zeit holen. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Und in dem Hello-Programm sehen wir, dass der die ganze Zeit einfach Hello World ausgibt und dass GoCrazy den die ganze Zeit immer wieder neu startet. Das heißt, die Idee ist, dass wir einfach Services haben, die die ganze Zeit hier laufen sollen, und wenn sie nicht laufen, dann werden sie neu gestartet. Zusätzlich sehen wir eine Übersicht über das System. Wir sehen den Speicher und wie viel davon für die jeweiligen Programme verwendet werden. Wir sehen, das Init-System nimmt einen relativ großen Bestandteil weg, aber absolut gesehen 6 Megabyte. DHCP und NTP-Client sind signifikant kleiner. Es gibt einen Haufen Speicher, der nicht genau zugeordnet werden kann, aber im Wesentlichen ist der meiste Speicher eigentlich verfügbar für beliebige Anwendungen, die ihr so draufpacken wollt. Bei dem Dateisystem habe ich noch von einem vorherigen Partitionierungslauf ein persistentes Dateisystem drauf. Da sehen wir könnten jetzt noch 12 Gigabyte vollschreiben, und dann sehen wir zu guter Letzt noch, unter welchen Netzwerkadressen GoCrazy verfügbar ist. Standardmäßig ist er nur auf privaten IP-Adressen verfügbar, weil er auch HTTP spricht und kein HTTPS, sonst hätte man mit den Zertifikaten ein Bootstrap-Problem. So, damit ist die Demo erstmal beendet. Ihr habt gesehen, so wie fühlt sich das an, also was braucht man eigentlich, um einen Raspberry Pi ans Laufen zu bekommen? Wie wir sehen, im Wesentlichen den Namen des Go-Programms, den Packer-Befehl, eine SD-Karte rein und los geht's. Ist also wirklich nicht mehr schwer. An unterstützter Hardware haben wir exakt den Raspberry Pi 3. Das ist eine häufige Frage online. Leute kommen und sagen, ich habe da letztens gesehen, es gibt den Raspberry Pi 0W, ich habe mir den bestellt, kann ich da GoCrazy verwenden? Die Antwort lautet nein. Das 0W-Modell hat eben eine ganz andere Architektur überhaupt auch als der Raspberry Pi 3. Das heißt, das ist eine von den alten CPUs, nicht eine von den neuen CPUs. Und der Grund, warum wir nur den Raspberry Pi 3 unterstützen, ist, dass das die erste Version ist, die von einem regulären, ganz normalen Upstream-Linux-Kernel unterstützt wird. Alle anderen Raspberry Pi-Versionen haben vom Raspbian-Projekt eine spezielle Kernel-Version gebraucht mit eigenen Patches und so weiter. Das war am Anfang bei dem Pi 3 auch so, aber die sind mittlerweile alle upstream eingeflossen. Das heißt, den kann man jetzt einfach direkt verwenden. Das ist schön, weil dadurch ein Mittelmann wegfällt. Also wir können jetzt einfach sagen, wir gehen auf kernel.org, krallen uns den Source-Code, kompilieren den, schmeißen ihn auf den Pi, läuft. Das heißt, da ist kein Mittelsmann mehr für Security-Updates, was das verzögern könnte. Weiterhin, der Raspberry Pi 3 hat einen Ethernet-Port und GoCrazy kann derzeit noch kein Wi-Fi. Verlinkt auf den Folien, die auch nachher online landen, ist die GitHub-Issue, wo man sehen kann, wie wir diskutieren, in welchem Ausmaß wir Wi-Fi möchten und oder ob überhaupt. Ein sinnvoller Kompromiss wäre wahrscheinlich offene Wi-Fis, weil für geschlossene Wi-Fis müsste man eben einen Supplicant implementieren, was schon sehr kompliziert ist. Der letzte Grund, warum wir genau eine Hardware-Version vom Raspberry Pi unterstützen, ist, dass wir die Testmatrix möglichst klein halten wollen. Das heißt, immer wenn Leute Änderungen anfordern oder vorschlagen, müsste ich sonst auf ganz vielen verschiedenen Raspberry Pis diese Änderungen testen. Und das macht das ganze Setup natürlich deutlich komplizierter. Als Randnotiz, Cross-Compilation in Go ist super, super einfach. Für diejenigen Leute, die noch nicht mit Go gearbeitet haben, der erste Befehl ist, wie man, vorausgesetzt, man hat den Go-Compiler installiert, einfach ein Paket kompilieren und installieren würde auf dem Host-Betriebssystem. Also einfach mit Go install und dann wieder den Pfad zu dem Hello World-Programm würde ich das bauen für die Host-Architektur. Und für Cross-Compilation muss man nichts weiter tun, als die Go-Arch-Environment-Variable zu setzen und gegebenenfalls Go-OS, sofern man unter einem Mac oder unter Windows kompiliert oder unter einem anderen Betriebssystem. Aber das war's dann auch schon. Und dann bekommt man ein cross-compiledes Binary. Also keine komplizierte Toolchain oder sowas, nichts aus Drittherstellerquellen, sondern das läuft einfach alles mit der Standardinstallation. Der einzige Schritt, den man jetzt noch braucht, nachdem man weiß, wie man cross-compiled, um quasi einen Prototyp von GoCrazy auf dem Pi zum Laufen zu bringen, und das war auch das Erste, was wir gemacht haben, ist zu sagen, okay, wir wollen jetzt keine libc aufsetzen, sondern wir wollen direkt von dem Kernel in ein Go-Programm starten. Und das Einzige, was man dafür noch braucht, ist, die Environment-Variable cgo-enabled auf 0 zu setzen, damit er eben davon ausgeht, dass eine C-Umgebung nicht verfügbar ist. Und dann kann man tatsächlich den Kernel starten mit init gleich slash hello und dann startet er das Programm. Also das war der erste Proof of Concept und der hat super funktioniert und dann haben wir gedacht, okay, das scheint gut zu laufen, dann machen wir mal weiter. Zweite Randnotiz, ein Init-System in Go, in Anführungszeichen, ist gar nicht so schwer. Wenn ihr euch mal anschaut, wie minimale Init-Systeme üblicherweise implementiert sind, dann
ist es auch nicht arg viel mehr, aber typischerweise benutzen die eben asynchrones Signal Handling und so mit Wait Child und lauter so Sachen. Das braucht man alles in Go nicht, wenn man das so macht, dass einfach jeder Befehl, den man im Hintergrund laufen lassen möchte, in einer eigenen Go-Routine ausgeführt wird und dann kann man da auch blockieren. Das ist quasi das Modell, wie das unter Go funktioniert. Das heißt, wir haben eine Supervise-Funktion und das ist ein bisschen hochgestochener Name dafür, dass es eigentlich einfach eine endlos Vorschleife ist, die halt den Befehl immer wieder neu startet mit einem 1-Sekunden-Delay zwischendrin. Und das eigentliche Programm macht dann nichts weiter, als zu sagen, okay, für jeden Befehl, den wir ausführen wollen, supervisen wir den im Hintergrund und dann schlafen wir endlos lange. Fertig. Jetzt haben wir also nicht nur ein cross-compiledes Binary auf dem Pi ans Laufen gebracht, sondern auch ein Init-System und dann war der Rest quasi einfach. So, wie kommt jetzt eigentlich die Software genau auf den Raspberry Pi? Ich habe euch vorhin gezeigt, wie man eine SD-Karte, wenn sie komplett leer ist, mit dem Go Crazy Packer bespielt. Was er im Hintergrund macht, ist, dass er die SD-Karte mit einer MS-DOS Partition Table versieht. In dieser Partition Table ist die erste Partition ein FAT-Dateisystem. Das ist deswegen wichtig, weil der Bootloader vom Raspberry Pi das erwartet. Wenn er diese Partition nicht findet, dann startet er nicht. Also der lädt davon einfach die Firmware und das muss FAT sein und das muss eine MS-DOS Partition Table sein. Wie man das also machen würde auf einem regulären Linux-Computer ohne das komplette Go-Crazy-Projekt ist, über die Befehle, wie ich sie hier unten auf der Folie gelistet habe. Also man benutzt fdisk, um die SD-Karte mit einer Partitionstabelle zu versehen. Man benutzt mkfs.vfat, um die Partition zu erstellen, das Dateisystem zu erstellen auf der Partition. Dann mountet man das und dann kopiert man die ganzen Dateien drüber. Am Anfang in unserem Proof-Concept war das einfach das Init-System, das Hello World, den Linux-Kernel, die Text-Konfigurationsdateien für den Bootloader und die Firmware-Dateien. Damals war das auch alles noch auf einer Partition. Dann unmountet man das, steckt das in den Pi und los geht's. Also unter einem normalen Linux-System ist das gar nicht so schwer. Ein paar Sachen haben uns aber gestört daran, wie man das unter einem Linux-System macht. Zum einen, also diese ganze fdisk, mkfs und Filesystem und Loopmount-Geschichte hat ein paar Nachteile. Zum einen finde ich es furchtbar unbequem zu automatisieren. Also die Schnittstellen sind für interaktive Benutzung gedacht. Vor allem aber sind die Cleanups manchmal nicht sauber. Also ich hatte zahllose Male ist es passiert, dass mein Computer sich irgendwie verhakt hat, irgendwie war noch ein alter Loopmount da oder so und den konnte man nicht mehr entfernen und da muss man irgendwann rebooten und das ist einfach alles sehr unsauber, finde ich. Außerdem erfordern die Befehle natürlich alle Rootrechte und auf manchen Betriebssystemen sind die gar nicht vorhanden. Das macOS fdisk zum Beispiel erstellt keine MS-DOS Partition Table. Und zu guter Letzt sind die auch nicht in Go geschrieben und in dem Projekt ging es ja darum, dass wir alles in Go schreiben. Die einzig logische Konsequenz ist also, dass wir eigene Implementationen anfertigen von diesen ganzen Verfahren. Eine Partitionstabelle zu schreiben, ist aber, wie sich herausstellt, auch gar nicht so schwer. Das ist der komplette Code, abgesehen von Partition 2 bis 4, die dem gleichen Schema folgen wie Partition 1. Eine Partitionstabelle ist nichts weiter als 16 Bytes, die man eben richtig auf dieses Device malen muss. Und im Wesentlichen, wie das funktioniert, ist, man hat ein paar Werte, die jedem, der fdisk benutzt hat, sicherlich auch sehr bekannt vorkommen. Ich finde, fdisk ist einfach ein sehr kompliziertes Programm, um 16 Bytes in der richtigen Reihenfolge zu schreiben. Man hat hier zum Beispiel das Active Partition Flag, das sogenannte Boot Flag, das ist entweder 0x80 oder 0x00. Dann hat man die Start- und Längenwerte, die aber im Cylinder-, Head- und Sector-Verfahren angegeben werden. Das Verfahren ist mir zu kompliziert gewesen, aber glücklicherweise ist es auch gar nicht mehr nötig, dieses alte Verfahren zu implementieren, sondern wenn man da einfach den ungültigen Wert schreibt, dann nimmt er die logischen Werte, die in den separaten, also in den anderen Feldern gespeichert werden, nämlich hier Start und Länge. Die braucht man ohnehin, wenn man eine gewisse Größe überschreitet. Deswegen haben wir einfach die alten Verfahren komplett unter den Tisch fallen lassen. Dann gibt man den Dateisystemtyp an, in diesem Fall für FAT 0xc. Und dann ist man auch schon fertig. Dann hat man eine Partition beschrieben. Die ganze Partitionstabelle, also Partition 1 bis 4, wird dann am Ende mit einer Signatur noch abgefertigt und dann schreibt man das Ganze im Little-Endian-Verfahren auf das Device und dann ist man auch schon fertig. Als FAT-Dateisystem haben wir uns konkret für das FAT16b-Dateisystem entschieden. Das kann man in weniger als 500 Zeilen Go-Code implementieren. Ich habe den Link auf die Folie gepackt für diejenigen, die es interessiert. Das ist wohlgemerkt kein kompletter FAT-Treiber oder so, sondern nur wirklich ein Image-Erzeuger quasi. Also wenn man genau weiß, welche Dateien man auf dieses Image packen will, dann kann man diesen Code benutzen. Wir unterstützen nur 8.3 Dateinamen wegen Patenten für längere Dateinamen. Das ist ein bisschen unglücklich, aber funktioniert erstmal. Ein FAT-Dateisystem besteht im Wesentlichen aus dem Boot-Sektor. Das ist
einen Sektor, in dem Metadaten über das Dateisystem festgehalten werden, aus einer File Allocation Table, die auch namensgebend ist für das Dateisystem, also daher FAT, den Root Directory Einträgen, also für das Root Directory werden diese Directory Einträge direkt in einem fixen Sektor gespeichert und sind auch begrenzt in der Anzahl. Alle weiteren Directories werden dann in der Data Area beschrieben und dann eben in der Data Area nicht nur Directories, sondern auch Dateinhalte. Das einzig Schwierige, was man bei einem FAT-Dateisystem eigentlich beachten muss, ist das ganze Padding. Man muss an einigen Orten auf die Sector-Size padden und an anderen Orten auf die Cluster-Size. Die Cluster-Size kann man frei wählen. Wir wählen sie zum Beispiel derzeit auf 4-mal die Sector-Size und durch diese Größe wird dann auch der Overhead bestimmt und die maximale Dateisystemgröße. FAT ist also noch eins von diesen Dateisystemen, wo man entweder eine bestimmte Anzahl an Dateien nicht überschreiten darf oder eben auf die Größe der Dateien achten muss. Da muss man so ein bisschen den Trade-off finden. Wir haben gesagt, 127 Megabyte wird uns jetzt erstmal lang und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt, ob das eine gute Wahl war oder nicht. Als Einschub, wie funktionieren eigentlich diese Updates und für was für eine Partitionstabelle haben wir uns letztendlich entschieden? Wir haben 4 Partitionen. Die erste ist die Boot-Partition. Dort befindet sich Kernel und Firmware. Das ist, wie schon gesagt, ein FAT16B-Dateisystem, weil der Raspberry Pi das so erfordert. Die zweite und dritte Partition sind jeweils quasi mit dem gleichen Inhalt. Die beinhalten das Root-Dateisystem, nämlich Go Crazy, also das Userland und die Anwendungen, die man draufgepackt hat. Das ist auch ein FAT16B-Dateisystem, aber eigentlich nur, weil wir jetzt schon den FAT16B-Code hatten und dann gesagt haben, na gut, dann nehmen wir das auch, der Linux-Kernel kann davon starten, dann ist das gut. Da wollen wir aber vielleicht noch auf SquashFS wechseln oder so, mal schauen. Das sind deswegen 2 Partitionen, weil wir einen AB-Mechanismus benutzen für das Root-Dateisystem. Das heißt, wenn man standardmäßig erstmal das Image schreibt, dann startet er von Partition 2. Wenn man ihm dann ein Image aktualisiert, über zum Beispiel die Netzwerk-Update-Funktion, dann wird das auf die Partition 3 geschrieben und dann wird ein Reboot gemacht und er startet in Partition 3 und dann immer umgedreht. Also er wechselt quasi immer hin und her. Das ist deswegen nötig, weil die erste Partition vom Raspberry Pi Bootloader in den Speicher geladen wird, aber die Root-Partition wird eben nicht komplett in den Speicher geladen, sondern wird auch beim Benutzen halt noch weiter gebraucht. Daher kann man nicht quasi unter dem Kernel weg einfach diese komplette Partition austauschen, das führt zu Chaos. Der Rest der SD-Karte wird in der 4. Partition verwendet für persistente Daten. Man kann sich entschließen, gar keine persistente Datenpartition zu haben, wenn man das nicht braucht. Man könnte ansonsten, sofern man das möchte, ein beliebiges Dateisystem verwenden, was der Linux-Kernel unterstützt. Meine Wahl wäre zum Beispiel ein ext4, aber spricht auch nichts gegen ButterFS oder was auch immer ihr gerne benutzen möchtet. Wenn man sich das jetzt genau überlegt, ich habe gerade gesagt, der FAT16B-Code ist nur ein Schreibcode. Aber damit wir die Command-Line.txt ändern können, mit der wir angeben, in welche Root-Partition gestartet werden soll, müssen wir natürlich auch einen Reader haben, der uns das Offset dieser Datei gibt, damit wir die quasi überschreiben können. Das heißt, wir haben auch einen ganz minimalen FAT16B-Reader, der aber wirklich nur für diesen Zweck verwendet wird. So, jetzt habe ich beschrieben, wie das Ganze auf die SD-Karte kommt und was in den Partitionen ist, aber wo kommen die Inhalte eigentlich her? Die Firmware, von der ich mehrfach gesprochen habe, lebt in einem Repository auf GitHub namens github.com/gocrazy/firmware. Das sind im Wesentlichen Dateien, die von einem anderen GitHub-Repository kommen, nämlich von dem Raspberry Pi Firmware-Repository. Dort gibt es einen Unterordner Boot und dort gibt es Dateien, nämlich diese ELF, BIN und DAT-Dateien. Das sind proprietäre Binaries, die die Hardware eben initialisieren und dann den Linux-Kernel starten. Es ist ein Projekt in Arbeit, welches eine freie Firmware implementiert. Den Link habe ich hier auf die Folie gepackt. Allerdings, zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das letzte Mal angeschaut habe, ist die freie Firmware noch ohne Unterstützung für USB, DMA und Ethernet dahergekommen, ist also leider noch nicht einsatzfähig für unseren Anwendungsfall. Der Kernel hingegen lebt in einem Repository, welches Kernel heißt, kommt von kernel.org. Und es gibt in diesem Repository ein Build-Programm, welches in Go geschrieben ist. Also auch das komplette Tooling ist nicht etwa in einem Shell-Skript oder so, sondern alles in Go geschrieben. Und dieser Kernel wird dann reproduzierbar für die ARM64-Architektur kompiliert. Das ist das, was der Raspberry Pi 3 verwendet. Wir benutzen dafür einen Docker-Container, damit wir eine fixe Umgebung vor uns haben, die man auch ganz einfach replizieren kann, zum Beispiel auf Travis, einen Continuous Integration Service, oder auf anderen Computern, wenn Leute damit entwickeln wollen. In diesem Docker-Container machen wir auch gar nichts Spannendes an Setup, sondern wir installieren einfach einen Debian Stretch und in Debian Stretch gibt es ein hübsches Paket namens Crossbuild Essential ARM64. Das installiert einem einfach eine komplette Toolchain, mit der man für ARM64 kompilieren kann. Ist super angenehm, wenn ihr cross-compiled und das noch nicht kennt, dann sei euch das hiermit ans Herz gelegt.
Das Resultat von diesem Programm ist dann ein VM Linux Kernel Abbild, eine Raspberry Pi 3b.dtb Device Tree Datei, das ist quasi eine Konfigurationsdatei für den Kernel. Und eine Init-RD haben wir derzeit nicht, einfach weil ich keine Notwendigkeit dafür sehe. Könnte man theoretisch machen, aber wozu? Hier ist der Quelltext dieses Programm. Das Einzige, was hier ausgelassen wurde, sind die Änderungen an der .config-Datei, wo wir sagen, ah, wir brauchen folgende Module, damit wir einen Kernel bekommen, der auf dem Raspberry Pi auch tatsächlich Hardware unterstützt, die dort vorhanden ist. Aber im Wesentlichen ist es nichts anderes als einen make-dev-config für die Default-Config, dann config ändern, old-dev-config, damit das auch alles schön eingepasst wird. Dann rufen wir make auf image.gz, machen das Ganze parallel. Und diese Umgebungsvariablen, die wir hier setzen, sorgen dafür, dass der Kernel reproduzierbar gebaut wird. Das heißt, dass das Resultat, wenn ich den Kernel auf meinem Computer baue, Bit für Bit identisch ist, wie wenn irgendjemand von euch den Kernel auf deren Computer baut, egal auch zu welcher Uhrzeit und so weiter. Es ist wirklich reproduzierbar. Das heißt, wenn auch irgendjemand nicht die vorgefertigten Binaries nehmen möchte, die wir zur Verfügung stellen, dann ist das auch super. Dann könnt ihr einfach euch den Quelltext holen und das selber übersetzen. Geht auch. So, wie funktionieren jetzt die Updates? Ich hatte ja angedeutet, dass die alle automatisch laufen sollen und wir haben dafür uns ein bisschen Automatisierung ausgedacht. Wir haben auf Travis nicht nur Konfigurationen, die reaktiv auf Pull-Requests und neue Commits reagiert, sondern Travis unterstützt auch Cronjobs. Ich habe hier Links zu den Definitionen auf die Folie gepackt. Und was diese Cronjobs machen, ist, die gehen täglich her und schauen sich an, ob es eine neue Version gibt, entweder von Kernel oder von Firmware. Und je nachdem, entweder in dem Upstream-Git-Repository für die Firmware oder eben auf kernel.org gibt es so einen JSON-File mit den Metadaten, was der aktuell unterstützte Stable-Kernel ist. Und sofern sich da was geändert hat, dann gehen die her und nehmen die Build-Scripts, in denen nämlich die Versionsnummer auch drinnen steht, damit das Ganze reproduzierbar ist, und ändern die Versionsnummer zum Beispiel von Linux 4.10 auf 4.11. Ich kann ja auch hier mal solche Pull-Requests im Hintergrund aufmachen, dann sieht man das Ganze ja auch. Hier haben wir zum Beispiel ein Auto-Update auf Linux 4.10.6. Das war eines der ersten, also der erste Pull-Request, den wir hier haben. Und wir sehen, der Pull-Request-Inhalt ist einfach 4.10.3 auf 4.10.6. Was dann passiert, ist, da wird also ein Pull-Request aufgemacht und Travis reagiert auf Pull-Request. Das heißt, es geht her und sagt, okay, hier ist ein Pull-Request, ich baue den mal. Und im Falle von der Firmware lädt er also die neue Firmware-Datei runter. Im Falle vom Kernel baut er tatsächlich den neuen Kernel. Das Resultat davon wird dann in den Pull-Request eingearbeitet. Das heißt, es ist quasi ein Git-Commit-Amend und dann ein Force-Push und dann wird der Pull-Request aktualisiert mit entweder den neuen binären Firmware-Dateien oder eben dem Kernel-Abbild. Und diese Änderung an dem Pull-Request wiederum triggert nochmal Travis, weil da hat sich ja jetzt was geändert, da muss es nochmal neu testen. An diesem Punkt geht also Travis nochmal her und baut das neu und erkennt, ah, da sind schon die fertigen Resultate in dem Pull-Request drin. Das heißt, das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, ist, einen tatsächlichen Test zu machen auf echter Hardware. Und wie das funktioniert, ist, dass ich zu Hause einen Raspberry Pi habe, der sozusagen als Opfergabe läuft. Und der wird einfach aktualisiert mit was auch immer da als Pull-Request reinkommt. Und wenn der nach der Aktualisierung noch ordentlich startet und auf der seriellen Konsole eine Erfolgsmeldung ausspuckt, dann sagt der, gibt der grünes Licht und sagt, okay, das kann jetzt rein. Und dann wird das automatisch gemerged. Das Resultat von dieser Infrastruktur ist, dass ich gelegentlich aufwache und in meiner Inbox eben einen E-Mail-Thread habe. Und wenn der drei Updates hat, dann weiß ich genau, okay, das ist der Vorschlag, das zu aktualisieren. Das ist der erfolgreiche Boot-Test und das ist die erfolgreiche Merge-Meldung. Und sofern da nicht drei Updates in dem Thread sind, dann muss ich mich hinsetzen und schauen, okay, was ist da jetzt schiefgegangen. Üblicherweise funktioniert es sehr gut. Ich hatte, glaube ich, bislang zwei Update-Fehler oder so. Das heißt, üblicherweise wache ich irgendwann auf und das System hat sich vollständig selbst aktualisiert auf die neue Version. Das heißt, wenn ich manchmal auf Heise lese, ah, neuer Kernel kam raus, schaue ich nach, ah ja, den benutze ich schon. Das ist echt gut. Als Zusammenfassung für das Go-Crazy-Projekt also, die Leitfragen, die ich vorhin aufgestellt habe, können wir wie folgt beantworten. Die Angriffsfläche haben wir stark reduziert. Wir sind runter auf nur 4 Komponenten und eben alle Anwendungen, die ihr so draufpackt, aber an dem kommt man ja nicht vorbei. Und alles ist tatsächlich in Go implementierbar und implementiert. Das heißt, speichersichere Sprache, alles super. Die Updates komplett automatisch, wie gerade gezeigt.
sehr bequem und die Installation von Software auf einem Raspberry Pi super einfach. Man hat jetzt einfach einen Befehl für die Installation auf einer frischen SD-Karte, wie wir es vorhin gezeigt haben in der Demo. Wenn man möchte, kann man diesen Befehl auch benutzen, um ein vorgefertigtes Image zu erstellen, statt es direkt auf die Karte zu schreiben, wenn man das also archivieren möchte oder da eine kompliziertere Infrastruktur hat. Und man kann auch direkt über diese URL, die ich vorhin gezeigt habe, nicht nur das Webinterface aufmachen, sondern auch neue Versionen auf den Pi aufspielen. So, jetzt behandeln wir noch ein paar Anwendungsfälle und dann haben wir noch Zeit für Fragen und Antworten. Ein Anwendungsfall, den ich zu Hause habe, ist Media-Automatisierung. Ich habe einen AV-Receiver und an den angeschlossen sind verschiedene Medienquellen. Und was das Programm macht, um das es hier geht, ist, es überwacht verschiedene Computer in meinem Heimnetz über zum Beispiel Pings oder kompliziertere Mechanismen und Geräte wie Chromecasts und schaut dann, wo wird gerade irgendwas abgespielt und schaltet dann automatisch die passenden Geräte ein und um und so weiter, passt die Pegel an und alle solche Sachen. Das klingt ganz ähnlich wie HDMI-CEC, aber funktioniert natürlich auch für Geräte, die nicht über HDMI angeschlossen sind, zum Beispiel über Toslink. Und das macht das Ganze sehr bequem. Das heißt, ich kann einfach zum Beispiel über die YouTube-App was casten und dann macht es klick, klick, klack und alles funktioniert einfach automatisch. Der zweite Anwendungsfall, den ich habe, ist Hausautomatisierung. Ich habe dafür im Einsatz eine Lösung von Homematic. Vielleicht kurz Handzeichen, wer von euch benutzt auch Homematic-Geräte? Die sind relativ verbreitet in Deutschland, aber ich sehe kaum Hände. Müssen wir vielleicht uns nachher unterhalten, was ihr benutzt, sofern ihr was anderes benutzt. Die Geräte wurden mir damals empfohlen, weil sie eigentlich ganz gut funktionieren. Man sagte mir, das tut einfach und das stimmt auch auf der Hardware-Ebene. Die verwenden ein Protokoll, das funktioniert auf den gleichen Frequenzen wie Zigbee, aber ist ein eigenes proprietäres Protokoll. Und das Einzige, was mich an diesem ganzen System massiv gestört hat, ist die Software. Das System wird nämlich ausgeliefert mit einer sogenannten Central Control Unit. Das ist einfach so ein kleines Embedded Device. Da kann man sich auch rein SSH'en, hat man sogar Root-Zugriff drauf, sehr bequem. Und da läuft einfach proprietäre Software von Homematic drauf und das steuert dann diese ganzen Geräte an. Diese Softwarelösung war so grauenvoll für mich, dass ich mich entschlossen habe, das komplett neu zu implementieren. Der Grund dafür ist, dass nicht nur die ganze UI furchtbar schrecklich ist, also im Sinne von, man klickt auf einen Button und man wartet 5 Sekunden und dann kriegt man vielleicht eine Antwort. Und es ist kompliziert zu verstehen für mich und das ist ja schön und gut und da kann man ja sagen, komm, stell dich nicht so an, du musst deine Heizung vielleicht einmal im Jahr umstellen oder so. Im Normalfall funktioniert das doch einfach, aber der Punkt ist, ich wollte eben die Daten auch abgreifen und langzeitarchivieren, sowas wie Sensorwerte, so Temperatur, Feuchtigkeit und so Sachen. Und allein schon diese Daten da rauszuholen, das funktioniert per se, aber ich habe dann festgestellt, dass irgendwie alle 2 Wochen mein Exporter auf einmal nicht mehr funktioniert. Und ich dachte so, warum denn? Und dann habe ich mich, als das mal wieder passiert ist, auf die Central Control Unit eingeloggt und habe gesehen im Syslog, dass da der Umkiller einfach das komplette Java-Stack von dem Hersteller weggeschossen hat. Und das passiert reproduzierbar alle 2 Wochen. Und der Hersteller hat auf meinen Bug-Report halt einfach auch gar nicht geantwortet. Also das ist keine tragbare Lösung. Und dann habe ich mich umgeschaut, wie könnte man das denn machen? Und stellt sich raus, die haben quasi ein kleines Hardware-Modul, welches man auf den Raspberry Pi aufstecken kann. Und dann hat man da Zugriff auf diese Funkschnittstelle und kann einfach über die serielle Schnittstelle dort kommunizieren. Für diese serielle Schnittstelle, also für das Protokoll, was die benutzen und auch das proprietäre Protokoll, um die Geräte anzusprechen, gibt es verschiedene freie Software-Implementationen. Eine in C++, eine andere in Perl. Und es gibt natürlich auch die proprietäre Lösung, die man auch einfach tracen kann, dass man schauen kann, was die macht. Ich habe das auf meiner Website ein bisschen genauer beschrieben, wie ich da vorgegangen bin, falls Leute die Details interessieren. Und dann habe ich das also nachimplementiert. Und der Clou ist, dass ich absichtlich verzichtet habe auf die üblichen Sachen, die Software groß und kompliziert und unverständlich machen, nämlich Konfigurierbarkeit und User Interface. Das heißt, wo andere Heimautomatisierungslösungen dahergehen und irgendwie fancy User Interfaces haben, wo man eine halbe Stunde braucht, um festzustellen, wie man seinen Schalter mit der Lampe verbindet, habe ich das einfach alles gar nicht, sondern ich habe einfach ein paar kleine Libraries, die direkt mit dieser Hardware sprechen und der Anwendungsfall, den ich habe, ist einfach hardcoded in einem kleinen Go-Programm. Also ich habe es quasi geskriptet, aber in Go. Und das funktioniert soweit ziemlich gut. Ich habe das seit einigen Wochen im Einsatz. Man sieht auf der Folie hier einen Screenshot davon. Man hat hier so Sachen wie, wann sich die verschiedenen Geräte, die ich in meinem Haus habe, zuletzt gemeldet haben und der Batteriestand und solche Sachen und eben auch die Sensorwerte. Und als kleines Schmankerl hier oben die Größe im Speicher, die ist persistent bei ungefähr 11 Megabyte, also nichts mehr mit Umkiller alle 2 Wochen.
Die komplette Auswertung und das Monitoring von dem System funktioniert jetzt über Prometheus. Das ist ein System, über das ich hier auch schon gesprochen habe, was auch in Go geschrieben ist. Und das Dashboard hier ist mit Grafana gemacht. Der dritte Anwendungsfall, den ich habe, ist ein bisschen einfacher gestrickt. Das sind Backups. Ich habe dann ein Programm namens Dornröschen. Das steuert Rechner und Network Storages. Nämlich immer, wenn ich also ins Büro gehe, dann weckt er die Rechner auf und weckt die Network Storages auf und loggt sich dann in die Rechner ein und stößt über SSH einen Backup an. Das läuft einfach über AirSync, also recht einfache Lösung. Macht nichts weiter. Ganz einfach. Der letzte Anwendungsfall ist deutlich komplizierter. Da geht es um das Einscannen von physikalischen Dokumenten, also Briefe und solche Sachen, die einem Leute schicken. Und was ich da habe, ist ein Fujitsu ScanSnap EX500. Das ist so ein Einzugsscanner. Da kann man also Duplex-Seiten einfach durchziehen lassen. Das heißt, wenn ich einen Brief bekomme, dann möchte ich den da einfach reinlegen, alle Seiten, ich drücke einen Knopf und dann soll der automatisch gespeichert werden und mir für immer verfügbar bleiben und idealerweise auch noch mit Volltextsuche zur Verfügung stehen. Ich habe mir damals diesen Fujitsu-Scanner gekauft, nicht nur, weil er super Testberichte hatte und von der Qualität her super sein soll und so weiter, sondern auch, weil er eine Cloud-Anbindung hatte. Aber stellt sich raus, was Fujitsu unter Cloud-Anbindung versteht, ist, dass man nicht diesen Scanner hat und ihn einmal konfiguriert. Nein, man hat diesen Scanner und jedes Mal, wenn man ein Dokument in die Cloud scannen will, dann muss man sich eine mobile App installieren und dann einen Knopf drücken oder eben an den PC gehen und dort einen Knopf drücken. Und das ist beides vollkommen indiskutabel für mich. Außerdem benutzt er also nicht direkt zum Beispiel Google Drive, wenn man als Ziel Google Drive einstellt, sondern der benutzt per se erstmal einen Fujitsu Cloud Service, wo die Daten erstmal hochgeladen werden und von dort aus gehen sie dann in zum Beispiel Google Drive. Das ist für mich auch keine gute Lösung und deswegen wollte ich eine Lösung haben, die das Ganze einfach direkt macht. Also die, wenn ich diesen Knopf drücke, einfach losläuft und sagt, okay, die Sachen werden jetzt in dein Google Drive gespeichert, fertig. Das habe ich also implementiert. Man sieht auf der Folie das Webinterface dafür, aber im Wesentlichen ist der eigentliche Use Case, dass man diesen Knopf drücken kann und auch mit dem Webinterface gar nichts zu tun haben muss. Der scannt also die Dokumente ein, verschönert und verkleinert die JPEGs in ein PDF. Das PDF muss klein genug sein, damit Volltextsuche noch funktioniert. Das wird dann auf Google Drive hochgeladen und dann ist das fertig. Ich habe da morgen auch noch einen Lightning-Talk dazu, wenn euch das noch mehr interessiert und kann ansonsten auch gerne da noch mehr drüber erzählen. So, jetzt sind wir am Ende angekommen mit dem planmäßigen Inhalt. Ich bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Mehr Infos zu dem Projekt findet ihr unter gocrazy.org. Wenn ihr Feedback zum Vortrag habt, würde mich das sehr freuen. Ich habe entweder den Link hier draufgepackt oder wenn ihr jetzt auch gleich das schon mal in eurem Browser aufmachen wollt, könnt ihr den QR-Code scannen. Jetzt haben wir noch Zeit für Fragen. Dankeschön. Hier vorne. Du hast den Update-Mechanismus von den GoCrazy erklärt. Mhm. Wie aktualisierst du deine Anwendungen, die dann auf den Raspberry Okay, die Frage ist, wie aktualisiert man die eigentlichen Anwendungen, die auf den Raspberry Pis laufen und nicht nur der Update-Mechanismus an sich? Die Antwort ist, derzeit funktioniert das so, dass ich auf einem anderen Computer, also nicht auf dem Pi selber, ein Programm zeitgesteuert laufen habe, also einfach einen Cronjob, der jeden Wochentag dahergeht und sagt, okay, ich nehme jetzt die verschiedenen Go-Repositories, die hier beteiligt sind, also Kernel und Firmware, aktualisiert die und spielt dann einfach nochmal ein komplett neues Image auf den Pi auf, übers Netz. Das heißt, jeden Tag landet einfach eine neue Version auf dem Pi und das funktioniert soweit auch sehr zuverlässig. Es ist aber ein Projekt in Arbeit, mit dem das Ganze self-hosted funktionieren soll, sodass man nicht mehr noch einen Drittcomputer braucht, sondern dass der Pi sich dann auch selber aktualisiert. Aber das ist noch im Anfangsstadium. Ja. Du hast ja gesagt, die Kernel sind reproduzierbar, baubar. Mhm. Wie ist das bei Go? Ist das auch reproduzierbar? Also die ganze Reste? Die Frage ist, ist der Rest auch reproduzierbar und nicht nur der Kernel? Ich glaube ja, aber es kann sein, dass man da vielleicht noch einen Flag angeben müsste, damit irgendwie alle Timestamps auch letztendlich raus sind. Ich habe das nicht ernsthaft mir angeschaut. Du kannst ja gerne mal schauen und wenn es irgendwas gibt, was wir ändern müssen, dann können wir das gerne tun. Ja. Die Frage war, ob ich in diesem Cronjob, der die Sachen aktualisiert, auch die Go-Libraries, also die Abhängigkeiten von meinen Programmen, automatisch aktualisiere. Die Antwort lautet im Moment nein. Da gibt's auch, je nachdem, was man so philosophisch für einen Stand fährt,
Zum Beispiel die Option, die Abhängigkeiten zu vendern, das heißt quasi zu kopieren in das eigene Projekt. In dem Fall könnte man sie aktualisieren, so viel man will. Sie würden immer auf der gleichen Version gepinnt bleiben, bis man sie manuell aktualisiert. Ich habe quasi ein Verfahren, was genau das Gleiche bewirkt, aber halt kein Vendoring verwendet, formell. Ich lasse also einfach meinen Workspace so, wie er ist, was auch zur Folge hat, und deswegen mache ich das auch, dass ich entwickeln kann und mir der Update-Mechanismus nicht irgendwie meinen Entwicklungsstand zerschießt. Also ich baue nicht darauf, dass das Repository immer clean ist oder so, sondern wenn ich irgendwie lokal eine Änderung machen will, dann kann ich die auch einfach machen, und es wird immer nur Firmware und Kernel vollautomatisch aktualisiert, und wenn ich den Rest aktualisieren will, muss ich das selber machen. Aber das ist quasi eine Policy-Entscheidung, die du persönlich machen kannst, wie du möchtest. Weitere Fragen? Okay, ansonsten bin ich auch die ganze Veranstaltung über noch da. Wenn euch noch was einfällt, könnt ihr mich gerne ansprechen. Ich freue mich auf eure Diskussion, und dann sage ich nochmal vielen Dank.